Hallo Mädels, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Für alle, die mich noch nicht kennen, ich bin die Mary und ich freue mich so sehr auf diese neue Folge. Worum geht es eigentlich in dieser Folge? Ich möchte mit euch über all die Themen sprechen, die euch interessieren. Ich hatte jetzt auf Instagram eine Fragenrunde gestellt, also so kam ich darauf, deswegen erzähle ich das jetzt. Eine Fragerunde gestellt, ich wollte mit euch so ein bisschen quatschen und da kamen ganz viele Fragen wie ob noch ein Kind kommt, allgemein über Schwangerschaft, Auswanderung, Haussuche, Hauskauf. Dann hat mich aber eine Nachricht erreicht, wo ich tatsächlich ein bisschen drüber nachdenken musste. Sehr lange sogar, den ganzen Tag. Und ich erst auch gar nicht wusste, was ich darauf antworten soll. Also mir wurde das alles geschrieben, also auf Instagram, für alle, die vielleicht ja kein Instagram haben. Ich habe eine Story gepostet und habe dann geschrieben, Mädels, lass uns quatschen oder ähnliches. Und dann war da so ein Kasten halt, so ein Button, wo man da eine Frage stellen konnte. Und dann hat halt jemand was geschrieben, das erzähle ich euch gleich, denn darum geht es heute. Genau. Bevor ich anfange, möchte ich euch aber, habe ich noch eine Bitte an euch. Und zwar, ich erzähle hier Geschichten von anderen Mädels. Und mit Sicherheit wird diese Person auch dieses Video sich anhören, angucken. Deswegen wünsche ich mir, dass ihr einfach gut miteinander umgeht, dass ihr einfach ja, respektvoll seid, dass hier auf keinen Fall Hate entsteht. Mobbing finde ich total schlimm, ja, furchtbar. Unterstütze ich auf keine Weise und sollten solche Kommentare kommen, wo ich denke, es könnte diese Person verletzen, ja, das reicht schon, also verletzen, dann werde ich diese Kommentare löschen. Und das wollte ich aber jetzt nicht in jeder Folge nennen. Also diese Folgen kommen jeden Sonntag um 10 Uhr. Und ich freue mich. Ich bin gespannt, wie das Ganze bei euch ankommt. Und ja, wie gesagt, das ist an oberste Stelle. Also ich möchte bitte, dass ihr miteinander halt gut seid. Wenn man einfach nichts Liebes zu sagen hat, dann, ne? Genau, weil ich mir auch vorstellen kann, dass da jemand kommt, der vielleicht auch, ich sag mal, in dem Sinne was falsch gemacht hat und vielleicht das auch Ganze bereut oder was auch immer und hier einen Tipp von euch, von uns haben möchte. Dann kommt da jemand, der vielleicht lustig sein möchte und schreibt miese Dinge. Das ist dann nicht so schön. Also wir sind ja jetzt alle hier, damit wir zusammen Lösungen oder auch Tipps geben können oder wie wir uns entscheiden würden, wie wir irgendwas machen würden. Genau. Ich gebe immer meinen Senf dazu und es wäre super schön, wenn ihr tolle Tipps habt oder einfach mal auch ja irgendwie irgendwas Motivierendes, keine Ahnung, Tolles, ja, ein bisschen Liebe habt, dann ne, für die Person, dann schreibt es, genau. Das wäre schön, wenn wir so miteinander so eine Community, ne, und am Ende dann auch, ja, also dass die Person sich auf jeden Fall besser fühlt. Ja, das ist so mein Ziel. Und dass wir ganz viel Spaß miteinander haben. Ich lege gleich los. Ich überlege gerade, ich darf nämlich nichts vergessen und ich weiß ganz genau, die Mary vergisst immer was. Ich werde bestimmt was vergessen. Was wollte ich noch gesagt haben? Also jeden Sonntag um 10 Uhr. Das heißt aber auch, nicht nur dieses Video kommt Sonntag um 10 Uhr, sondern auch ich werde vor dem Bildschirm sitzen. Ja, sei es jetzt vor dem Handy, vom iPad. Weiß ich nicht, Laptop, werde um Punkt 10 Uhr da sein. Das heißt, wenn ihr dann loslegt und schreibt und eure Tipps und Empfehlungen und ne, dann bin ich da und kann mit euch ja diskutieren und vielleicht die Person auch oder sie bleibt anonym, ich weiß es nicht. Das bleibt der Person natürlich selbst überlassen. Jetzt habe ich schon so oft M gesagt, weil ich in dem Moment dann immer überlege. Was kommt als nächstes? Was fehlt? Genau, ich habe mir nichts aufgeschrieben und das soll auch so die nächsten Folgen sein. Also das heißt,
ich lese euch die Geschichte vor oder wie es jetzt halt ist. Es war mehr so eine Frage. Wir gucken gleich nochmal rein. Bin halt keine Person, die da irgendwie vorher ein Buch schreibt und das dann euch hier, ne? Wir machen das Ganze spontan und ich gebe immer meinen Senf dazu. Vielleicht ist es auch nicht immer gut oder richtig, was ich sage. Ich glaube, da muss ich auch erstmal so ein bisschen hineinwachsen. Das ist jetzt die erste Folge, seid gut mit mir. Und falls da draußen jemand ist, der gerne auch über irgendwas Bestimmtes reden möchte, dann schreib mir doch gerne über Instagram oder auch per E-Mail. Dann können wir das gerne machen. So, jetzt legen wir aber los. Also auf Instagram, so schaut es aus. Ich habe das extra fotografiert, ja, einen Screenshot gemacht, damit es nicht verloren geht. Habe aber jetzt rausgefunden, dass man das noch zum späteren Zeitpunkt aufrufen kann. Also, und zwar, mir geht es nicht gut. Mein Freund hatte was mit meiner besten Freundin. Soll ich verzeihen? Genau. Und damit habe ich gar nicht gerechnet. Und dann hatte ich eine Minute Zeit darauf zu antworten. Und genau, darum geht es heute. Dann legen wir los. Ich möchte dazu sagen, dass mir sowas noch nicht passiert ist. Und es ist dann immer leicht gesagt, irgendwie, ja, eine Meinung oder eine Entscheidung zu treffen, als wie die Person, die da gerade mittendrin steckt. Ich habe lange überlegt, was antwortest du jetzt, weil ich damit überhaupt nicht gerechnet habe. Also, erstmal, ich finde sowas furchtbar. Es ist wirklich schlimm, ohne es erlebt zu haben. Allein diese Vorstellung, dass du verlierst nicht nur deinen Partner, sondern auch deine beste Freundin. Also so würde ich jetzt, also meine Antwort wäre, ich könnte nicht verzeihen. Da bin ich mir eigentlich relativ sicher. Aber wie gesagt, wenn man dann in dem Moment, wenn es dann passiert, ob man das dann immer noch so sagen würde, weil wenn die Person diese Frage stellt, dann ist die sich ja wirklich sehr, sehr unsicher, ne? Genau, und heute wollen wir helfen. Ich finde das ja krass, dass der Freund geht ihr fremd und das dann auch noch mit der besten Freundin. Also ich würde nicht nur meinen Freund verlieren, sondern auch gleichzeitig meine beste Freundin. Ich weiß jetzt auch nicht, wie lange die zusammen waren, aber ich wüsste nicht, was jetzt schlimmer für mich wäre, meinen Freund zu verlieren oder meine beste Freundin, die ich vielleicht schon seit Jahren kenne. Ne, wenn ich mir das so vorstelle, ich war mit meiner Freundin 13 Jahre befreundet, die habe ich ja dann verloren. Ne? Sie ist ja herzkrank gewesen und ist dann verstorben. Aber wenn ich mir vorstelle, 13 Jahre bin ich mit meiner Freundin und wir waren wirklich so, ne? Wirklich so, wir waren eins. Und dann lerne ich jemanden kennen und wir sind ein, 2 Jahre zusammen. Also wir sind wirklich nur, er ist mein Freund, wir sind nicht verlobt, wir sind nicht verheiratet, wir haben keine Kinder. Dann wäre das wirklich ein Schockmoment, dass ich meine beste Freundin verliere, weil ich weiß nicht, also ihn würde ich direkt, ja, ne, das wäre also gar kein Thema. Für mich wäre da aus. Und für sie, ja, also sie schreibt ja auch, soll ich verzeihen? Sie meint wahrscheinlich auch beide, ne? Ich weiß es nicht. Also dem Freund, den würde ich auf jeden Fall nicht verzeihen. Also nochmal zurück zu der besten Freundin. Irgendwie denke ich mir, ja, also ob ich ihr verzeihen würde. Irgendwie wäre ich im Moment ja total enttäuscht und mir würde vieles durch den Kopf gehen. Ach, ich weiß nicht. Ich glaube, ich würde nicht verzeihen. Ich bin ein Mensch mit ganz viel Liebe, aber wenn sowas passiert, wenn ich, ja, belogen, betrogen, wie auch immer, alles zusammen, dann kann ich nicht. Dann bin ich plötzlich so kühl, das ist, ich weiß nicht, ob ihr das euch vorstellen kann. Also, ich kann dir mit auf den Weg geben, dass ich, du willst ja sicher wissen, was ich drauf antworte, ich würde nicht verzeihen und für mich wäre das auch schnell gegessen. Also ich, ja, wie gesagt, es ist einfacher gesagt als, ne, sie jetzt in dieser Situation. Ich fände es auf jeden Fall
Ich kann es mir gerade auch gar nicht so richtig vorstellen. Es ist einfach, es ist für mich ist es nicht normal. Ich finde sowas schlimm, dieses ganze Fremdgehen und warum dann die beste Freundin? Also warum er schnappt sich die beste Freundin und warum, wenn das die beste Freundin ist, wieso nimmt die beste Freundin ausgerechnet diesen Typ? Das würde ich gar nicht verstehen. Wieso würde meine beste Freundin dann war es doch niemals meine beste Freundin, oder? Also meine beste Freundin, die würde sowas niemals tun. Aber wirklich niemals tun. Nee. Also. Ist es wirklich deine beste Freundin? Ich frage, ist das deine beste Freundin? Vielleicht solltest du dir Gedanken darüber machen, ob es wirklich deine beste Freundin ist, war, wie auch immer. Ich kann nur sagen, also eine beste Freundin macht sowas nicht. Das ist also, kann sich Ex-Freund schnappen oder weiß ich nicht wer, aber nicht den Freund von der besten Freundin. Also ich bin gerade, ich weiß gar nicht, ob ich lachen soll oder nicht. Also nein. Also. Lass, also ich dir auf den Weg mitgeben möchte, lass dich da nicht von deiner besten Freundin jetzt einnudeln oder so. Erstmal einen freien Kopf bekommen, Ablenkung und dennoch im Klaren sein, was da passiert ist. Und wenn man einen klaren Kopf hat, dann würde ich, also wie gesagt, ich würde ihn nicht verzeihen. Ich hätte überhaupt keine Lust auf ein Gespräch oder sonst was. Für mich wäre das Dreck gegessen, es wäre ein Aus. Und das Gespräch mit meiner besten Freundin würde ich tatsächlich aufsuchen, wenn es wirklich die beste Freundin ist. Und dann drüber reden. Also mich würde interessieren, warum? 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 Mein Freund. Wie kann meine beste Freundin mich mit meinem Freund betrügen? Also, ich finde das so heftig, weil das direkt zwei Menschen sind, die anscheinend ja wichtig in deinem Leben sind, ja, die zu deinem Leben gehören. Und dann verliert man die direkt, beide gleichzeitig. Also, wie gesagt, ich würde das Gespräch mit ihr aufsuchen. Mich würde ja schon interessieren, warum, weshalb, was dahinter steckt. Und dann ist es schwierig. Also da musst du wirklich für dich entscheiden, ob das wirklich, ob es das wert ist, diese Freundschaft. Und ja, ich weiß jetzt nicht, wie die Situation ist. Vielleicht denkst du dir sogar, oh, bin ich meiner besten Freundin dankbar. Sonst hätte ich vielleicht das niemals herausgefunden, wenn sie dir das denn gesagt hat oder. Ich weiß ja nicht, ne? Ich weiß ja nicht jetzt, ich kenne die ganze Geschichte nicht, aber so würde ich jetzt mich entscheiden, das wäre das, was ich jetzt machen würde. So, liebe Community, wenn ihr noch was Nettes zu sagen habt, schreibt es gerne in die Kommentare und vor allem, würdest du verzeihen? So, Mädels, ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Das war jetzt eine etwas kürzere Folge und viel mehr Blabla von meiner Seite, weil wie gesagt, das ist das erste Video und da muss ich mich erstmal zurechtfinden und wollte ich auch erzählt haben, was in dieser Folge so passiert. Genau, jetzt erstmal einen Schluck. Was ich hier trinke. Frozen Tea. Schwarzer Tee mit Zitrone, das schmeckt richtig gut. Ich liebe es im Sommer, muss aber unbedingt in den Kühlschrank. Eiskalt schmeckt es wirklich am besten. Wollte jetzt keine Werbung machen, ich habe das selber bezahlt. Ich werde hier zwar Werbung schreiben, aber eigentlich gibt es keine Werbung in diesem Kanal. Das steht da, weil man entweder wie jetzt, ich habe den Namen gesagt, dann ist es Werbung oder. Hier steht, nee, steht kein Blitz, ne? Ich habe es gedreht, aber hier habe ich es eigentlich auch gedreht. Ach, da steht von beiden Seiten Chanel. Oder auch hier steht eine Marke, hier steht eine Marke. Und wenn man so Marken ins Video blendet, dann ein Blende zeigt, dann muss da immer irgendwo Werbung stehen. Oder damit ihr wisst, ne? Auch bei meinen ganzen Familienvlogs, da steht immer Werbung. Und genau,
für alle, die es noch nicht wissen, das sollte ich eigentlich am Anfang des Videos nennen. Und zwar von Montag bis Freitag gibt es Familienvlogs. Ich bin Mama von 4 Kindern und drehe alles so um meinem Mama-Alltag. Da kommen auch manchmal ein paar Holz dazwischen oder in meinen Vlogs. Genau, hab da richtig viel Spaß dabei und da kannst du auch gerne vorbeischauen für alle Neuen, die jetzt vielleicht dazugekommen sind. Bei uns ist eigentlich immer ziemlich was los. Es gibt aber auch Tage, die einfach nur langweilig sind. Aber auch diese werden gefilmt, denn ich mache euch hier auf diesem Kanal nichts vor. Es ist, wie es ist und filme den ganz normalen, typischen Mama-Alltag mit, genau. Im Sommer geht es zum Beispiel nach Portugal, da wollen wir das erste Mal mit dem Auto fahren und wir sind da schon total aufgeregt, wie das Ganze so sein wird mit 4 Kids, oh mein Gott. Genau sowas kriegst du dann während der Woche mit. Dann habe ich noch 2 Kanäle, nur noch so nebenbei. Einmal ein Häkelkanal, also wenn du gerne häkelst, dann schau da unbedingt vorbei. Da gibt es so viele tolle Häkelanleitungen und ich liebe es. Es ist mein Hobby. Genau, da heiße ich Mary Crochet. Link setze ich euch in die Videobeschreibung. Und ich habe auch noch einen dritten Kanal, weil die Mary nicht genug haben kann. Das dritte Kanal heißt Mary Beauty. Da dreht sich hauptsächlich alles um Beautyboxen. Ich liebe das Auspacken von solchen Beautyboxen. Das ist jedes Mal wie Geburtstag und Weihnachten zugleich. Genau, sowas kriegst du auf dem Beauty-Kanal mit. Ich teste aber auch unfassbar gerne neue Produkte. Deswegen diesen Beauty-Kanal nochmal separat. Also insgesamt 3 Kanäle. So, und jetzt freue ich mich auf eure Kommentare. Ich freue mich, wenn wir ganz viele sind, ja, also, dass da so ein richtiges Gespräch entsteht. Eine Sache hätte ich fast vergessen, und zwar, zu diesen Folgen werde ich eine extra Playlist herstellen und auch die findest du in der Infobox, vielleicht auch in den Kommentaren. Ich meine, jetzt gibt es die noch nicht, beziehungsweise ich werde die jetzt noch erstellen. Aber wenn ihr dann auf Girls Talk drückt, dann kommen alle Folgen. Ne? Genau, das habe ich auf jeden Fall vor, falls jemand ja, noch weitere Videos gucken möchte in der Zukunft. Und ne, dann kann man da drauf gehen und sich die Videos anschauen. An dieser Stelle wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns morgen um 10 Uhr wieder. Tschüss, bis morgen.